Ich hab ein Haus gleich bei Wien, oh, das ist doch sehr schön. Nur oben, da sind schon ein paar Löcher zu sehen. Es fehlen schon Steine, es müssen neue schnell her. Ich sag zu einem Maurer, sieh, das ist doch nicht schwer. Gar keine Spur, sagt der Mann, da fangen wir gleich an. Dann schaut er sich um, ganz genau und exakt. Was er mitgebracht hat, wird gleich ausgepackt. Er schaut rauf auf das Haus, füllt der Stein auf ein Eck. Dann nimmt er einen Stein, legt ihn gleich wieder weg. Dann sucht er eine Leiter, um hinauf dann zu gehen. Tragt sie 8 Schritte weiter, da schlägt es grad 10. Es ist Zeit jetzt zum Frühstück, zieht er Schnapsflaschen raus. Zündet an sich ein Pfeifen, die geht 15 Mal aus. Bis sie brennt, sagt er, ja, jetzt fangen wir gleich an. Darauf nimmt eine Prise, sein Finger der gelbe. Dann nimmt er einen Stein, ist noch immer dasselbe. Gleich drauf muss er niesen, sofort unbedingt. Er legt den Stein wieder weg, weil er glaubt, er zerspringt. Jetzt sucht er ein Sacktuch, er hat leider keins. Da sag ich, das macht nichts, hier nehmen Sie meins. Da fühlt er sich wohl wie der Fisch in der Elbe. Dann nimmt er einen Stein, ist noch immer dasselbe. Wieder rauf auf die Leiter, da schlagt es grad 12. Er legt den Stein wieder weg. Seine Frau bringt das Essen, nach der Arbeit, da schmeckt's. Darum wird fleißig gegessen. Sie setzt sich zu ihm, er setzt sich zu ihr. Heute gibt es ein Rindfleisch mit Gurken und Bier. Dann liest er die Zeitung, sagt entrüstet zu ihr. Schon wieder wird gestreckt, die sollen arbeiten wie wir. Ganz leer ist die Schüssel, dann schlaft er ein bissl. Da schlagt die Uhr 2 und die Pause ist vorbei. Na so schön, sagt der Mann, aber jetzt fangen wir gleich an. Nun wird der Lehm umgerührt, der Weiße, der Gelbe. Dann nimmt er einen Stein, immer dasselbe. Auf einmal da gespürt er die Gurken, das Bier. Legt den Stein wieder weg, nimmt ein Zeitungspapier. Denn der Stein, der ist weniger geeignet dafür. Geht hin zu der Tür, worauf geschrieben steht, gleich noch 3 kommt er raus aus dem kleinen Gewölbe. Dann nimmt er einen Stein, es ist doch immer dasselbe. Darauf geht er wirklich ohne Rast, ohne Ruhe. Mit dem Stein auf die Leiter, ja, was sagen Sie dazu? Die hat 20 Sprossen, alle weit auseinander. Er steigt unverdrossen mit dem Stein in der Hand. Bei der 18. heute, die Uhr schlägt grad 4. Jetzt ist Feierabend und er steht noch hier. Was soll er jetzt machen, so nahe beim Ziel? Er schwankt zwischen Arbeit und Pflichtgefühl. Das Pflichtgefühl sieht, drum benimmt er sich edel und lässt den Stein fallen und direkt mir am Schädel. Für den Schrei sagt er dann, sei böse, lieber Mann, für heut machen wir Schluss, aber morgen